Logbuch des Captains. Sternzeit ist mir scheißegal. Hauptsache ich habe Kaffee. Wir sind auf einem Planeten gelandet, der reich an Ressourcen sein soll, ich allerdings keine erblicken kann. Ich bin der Mechaniker und ich bin verloren im All. Und damit Servus Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung. Willkommen zurück zu No Man's Sky. Irgendwie sieht das Fadenkreuz anders aus. Es gab mittlerweile ein oder zwei Patches, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Einen gab es auf jeden Fall, weil den habe ich gestern erst runtergeladen. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Ich denke aber mal, Performance soll er, glaube ich, verbessern. Und wie mir scheint, hat er ein bisschen die Oberfläche verändert. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen rein operaten, weil ich schon etwas länger nicht mehr gespielt habe. Wir gucken mal so. Ich habe mittlerweile auch ein bisschen was gelernt und ich habe mich dazu entschieden, wir nehmen nur noch Dinge mit, die entweder selten sind, so wie Emeril oder Alu oder so ein Scheiß. Unter anderem auch, um das zu verkaufen. Guck mal hier, das ist 2,75 pro Unit wert. Das ist schon ein ganzer Klumpen. Also Emeril ist, glaube ich, das bis jetzt das wertvollste Mineral hier oder Element. Habe ich mir so sagen lassen. Das werden wir wahrscheinlich gänzlich mitnehmen, um es zu verkaufen oder zu verwursten, je nachdem. Was wollte ich noch sagen? Des Weiteren habe ich gehört, das Vorbesteller-Bonus-Schiff hier, das hier, das Schiffige, ne? Das soll zu Problemen mit dieser kleinen Questreihe führen, weil wir jetzt damit quasi einen Hyperantrieb haben, ohne das Rezept zu haben. Das soll, glaube ich, Probleme geben, habe ich mir sagen lassen. Wir werden sehen, wir werden sehen. So, wir haben, was haben wir denn, was ist das denn hier nochmal gewesen? Verfügbare Energie in den Lebenserhaltungssystem des Nutzers, okay. Das ist ja schon mal so weit, so gut. Irgendwie das, umrandet sich das eigentlich auch irgendwie, wenn ich... Kann ich das irgendwie tauschen? Nee, ne, warte mal, wenn ich den jetzt... Kann ich den da anmachen? Ja. Das geht also nicht. Können wir denn irgendwas bauen hier? Nö, dafür brauchen wir Alu, Pluto und Tami. Und den hier würde ich auch gerne bauen. Mikrodichtes Gewebe, Elektronendampf und Gravitinoball. Wie kriege ich denn einen Gravitinoball? Hab noch nie gehört. Gut, ist halt gut gegen heißes Zeug, ne? Multiwerkzeug. Ich möchte auch tatsächlich etwas mehr die Granaten verwenden. Also den Plasmawerfer in dem Fall, den bauen wir uns mal hier so hin. Technologie installiert. Und dann gucken wir mal. Können wir sonst noch irgendwas granatenmäßiges? Intensität. Plasmawerfer verursachen mehr Schaden in der Auffallzone. Granatenantrieb, verfügen über hohe Geschwindigkeit, prallen vor der Zündung von planetaren Strukturen ab. Und hier hätten wir auch nochmal einen Antrieb, also nehmen wir erstmal den hier. Aber das scheint sich nicht so stackmäßig zu umranden wie das hier. Ich glaube, das hier soll ja einen Bonus geben, ne? Habe ich so gehört. Bin mir da auch nicht ganz sicher. Boah, ich habe eigentlich so viel gelernt in den letzten Tagen über das Spiel, obwohl ich es nicht gespielt habe, weil ich es mir nur angeguckt habe. Das habe ich aber alles schon fast wieder vergessen, glaube ich. Oha. Wir bräuchten Plutonium oder ähnliches. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt überhaupt starten können. Ich hoffe doch. Darauf erstmal einen Schluck Kaffee. Ja, ich bin fast dafür, dass wir uns hier... entweder wegrationalisieren oder hier noch ein bisschen Dinge sammeln. Wir müssen ja diese großen Brocken da abernten, sag ich mal. Das soll ja immer gutes Zeug geben. Oh, der hier zum Beispiel. Was ist das hier? Ja, wenn ich jetzt lande, habe ich ein Problem. Dann kann ich nämlich nicht mehr starten. Das ist ein bisschen blöd. Haben wir... So, mit Tamium können wir die Startschubdüsen. Wir bräuchten Co. Ne, wir brauchen einfach nur Plutonium.
Das heißt, wir müssten mal ein bisschen Plutonium finden oder auf einen anderen Planeten uns verdünnisieren. Was haben wir denn da? Was ist das denn? Ach Gott, eine riesige Station hier. Und da gibt es ja meistens auch Plutonium irgendwo in der Nähe, ne? Wobei, ich glaube, hier brauchen wir, wenn wir hier landen auf dem Ding, dann brauchen wir, glaube ich, kein Plutonium zum Starten. Ich tue hier mal landen. Aber da gibt es auch Plutonium. Siehst du, können wir gleich erstmal Zeugs verkaufen, denke ich mal. Jawohl. War ich hier schon mal? Nee, ne? Servus, Körperklaus. Kann ich den scannen? Hm. Fenrich Achat. So, was will er denn? Krieger, Angebot, Mitgift. Die pessimistische Lebensform studiert ein Bild eines anderen jungen Kriegers auf seinem Tablet. Der abgebildete Krieger sieht lebensstrotzend und beeindruckend aus. Er hat breite Haarlocken im Gesicht. Er wirkt reich und scheint aus einem guten Zuchtbestand zu stammen. Der Blick in seinen Augen ist heißblütig. Oho. Die Lebensform sieht mich mit fragenden Augen an. Sie sucht offensichtlich jemanden, mit dem sie das besprechen kann. Aha. Selbst zustimmen heißt das. Was heißt denn hier? Minimum wie Killen verbündet. Da sind wir Verbündete? Nee, ne? Wir haben nur Zustimmung empfehlen. Ablehnung empfehlen. Was? Gar Krieger. Angebot mit Gift. Ich habe keine Ahnung, was er will. Selbst zustimmen? Ich habe keine Ahnung. Ich mach mal den hier. Der Lautsprecher in Einsprechung spielen Orchestermusik. Die Lebensform teilt einen Teil ihrer Mitgift. Yay! Oh, Jetpack Booster. Nice! Schubstöße, die brauchen wir eine Karitplatte. Das Jetpack verfügt über verlängerte Schubstöße, die dem Nutzer das Erreichen höherer gelegener Orte ermöglichen. Oh, nett. Karitplatte. Haben wir überhaupt Platz dafür? Keine Ahnung. Oh ja, wir haben Platz dafür. Da brauche ich mir mal keinen Kopf machen, glaube ich. Das müsste ja eigentlich neben dem Jetpack, ne? Aber ich kann das hier ja nicht umbauen. Und das hier kann ich auch nicht umlegen. Also es ist unmöglich, das irgendwie umzusortieren hier. Ja, gehen wir mal hier auf den Piss. Kriegen wir schlechte Laune. Karitplatte, ne? Karitplatte. Hier. Zack. Braucht man nur eine von? Ja. Okay. Warte. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und zwar hier. Und Dinge verkaufen. So. Gut, wir kommen auch überall ran. Ich verkaufe jetzt weitestgehend erstmal alles. Gragra weg. Die Perle auch weg. Na ja, gut, den Energiekanister jetzt nicht. Karitplatte behalte ich. Oh, ich habe Kohlenstoff auf Tash. Wusste ich gar nicht. Was kommt das denn hier? Und Raumschiff-Inventar. Huch, dahin. So, hier, da verkaufen wir das Emeril mal. Übrigens, ich habe mich, glaube ich, ein paar Mal gefragt, wo ich Iridium herbekomme. Ich weiß, wo ich Iridium herbekomme. Das ist also gar kein Problem. Weil Iridium gibt es nämlich. Entschuldigung. Iridium gibt es im All, in so ziemlich überall. Ach, das Gold würde ich noch gerne verkaufen. Na, wobei, warte mal. Wir machen erstmal. Warte. Erstmal machen wir den dahin. Und dann machen wir den Booster. Den schmeißen wir hier hin. Keine Ahnung, was bringt. Gesundheit fehlt irgendwie noch ein ganzer Schwung, ne? Da könnten wir halt den hier rein theoretisch machen. Wenn Lebenshaltung, Schild und Gefahrenschutzsysteme offline sind. Also das ist quasi so ein Dreierding. Dafür brauchen wir noch Plutonium, Tamium und Aluminium.
Aber erst wenn die Primärsysteme, das ist quasi so ein Backup, was bisher, glaube ich, aber auch noch nicht so wirklich nötig war. Ich finde es schade, dass man die Sachen nicht umsortieren kann, ehrlich gesagt. Aber gut, das ist, glaube ich, nicht ganz so wild, da sich das nicht so stackt wie im Multiwerkzeug, ne? Können wir da noch irgendwas bauen? Nur mal so. Sieht nicht so aus. Wir haben eine ganze Menge schon gefunden an Technologie, aber wir können noch nichts verbauen. Verbauen vor allem. Gut, noch mal ein paar Sachen verkaufen. Wie gesagt, wir wollen ja nur mitnehmen, was wir brauchen unbedingt. Alles andere ist, glaube ich, überflüssig. Oder finden wir halt. Können wir halt auch so sammeln. Kohlenstoff jetzt nicht. So, Aluminium und Kupfer würde ich ehrlich gesagt auch gerne behalten, weil das halt ein bisschen selten ist. Iridium haben wir jetzt auch nicht so viel gefunden. Ist auch nicht so viel wert. Können wir behalten, können wir verwursten. Eisen können wir verkaufen und Zink finden wir, glaube ich, auch überall. Titan kriegen wir auch, wenn wir es brauchen. Und Iridium habe ich jetzt 11 Stück von. Da sammeln wir im Alter ein bisschen was und dann passt das schon. So, glaube ich, auch wieder gerade ein Reisemeilenstein. Und was haben wir denn hier? Ein neues Wefflein. Oh, ein Mark 8. Interessant. Zeig mal her, das Ding. 20 Plätze. Okay, da der Bergbaustrahl ist so weit von ab. Weiß immer nicht, warum hier manche Slots so von ab sind. Das wäre wahrscheinlich für die Plasmawerfer zum Beispiel, könnte man da hinschmeißen, oder? Oh, 139.000 kostet das Ding. Ach, zwei Plätze mehr. Ja, sehe ich ehrlich gesagt im Moment nicht. Nee, 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 das Ding ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu teuer. Ich glaube, müssen wir uns auch nicht wirklich kaufen. Finden wir, glaube ich, auch so. Halt, warte mal, gab es hier noch was? Bevor ich jetzt abhau. Wieso tot? Was knusst du mich denn jetzt an, Junge? Klatsch gleich. Ach, schön. Ja. Jetzt, hau mal. Ach, diese Meilensteine, die sind ein bisschen... Nee. Das hat irgendwas gebracht. Schilde. Haben wir jetzt ein bisschen Kohlenstoff eingesammelt. Hier, Gerät. Schnauze. Und ein paar Units. Da geht es wieder raus. Wir sind von da reingekommen. Da will ich auch hin, weil da hinten ist noch das Pluto. Plutonomium. Ach, und hier auch noch Dinge. Yay, können wir gleich wieder verkaufen. Gag-Amulett. Halt, das ist Gesundheit. Und Schildsplitter. Oh, Schildsplitter. Das ist ja ein Traum. Schildsplitter. Ich liebe Schildsplitter. So, irgendwie zieht der heute so ein bisschen. Also von der Kontrolle her. Schildplatte, Schildsplitter. Hier ist nichts. So, da haben wir aber Eisen. Das hier müsste doch Kohlenstoff sein, oder? Das ist ein Bergbaustoff. Ja. Nehmen wir mit. Hier gibt es eine Menge. Holz. Können wir gleich wieder verkaufen. Plutonium ist sowieso nicht verkehrt. So, haben wir denn... Da ist irgendwas. Auch noch Gold. Eisen. Oh. Eieiei. Einen Moment. Muss mal ganz kurz. Ich habe mein Handy nicht auf lautlos gemacht. Die ist natürlich doof, wenn es dann in die Aufnahme piept. So. Und das war's auch schon. Rubbel die Katz. Dann ging das ab. Dahinter ist irgendwas, was wir schon entdeckt haben. So. Plutonium. Jetzt können wir rein theoretisch mal ein bisschen voll tanken, ne? Der ist auf 100%. So, Tamium, Kupfer, Platin können wir eigentlich theoretisch auch verkaufen. Kriegen wir, glaube ich, auch en masse. Wenn wir es dann finden.
Da haben wir noch ein bisschen Kohlenstoff, da können wir hier noch ein bisschen aufladen. Rein theoretisch würde es vollkommen reichen, wenn wir nur Plutonium sammeln. Damit können wir mehr anfangen als mit Kohlenstoff. Weil mit Plutonium können wir die Startschubdüsen aufladen. Und auch alles andere. Also mit Plutonium können wir alles aufladen. Und mit Kohlenstoff halt nicht so. Deswegen würde ich da tatsächlich bevorzugen, dass wir dann nur Plutonium sammeln. Wenn dann. Da noch was? Nee. Hier ist Eisen. Eisen brauchen wir jetzt gerade mal nicht so. Außer ich gucke gleich, was wir noch bauen können, wollen, würden, müssten, hätten, könnten. Was Gelbes noch? Nee, ne? Gelb wäre ja Scan-Technologie. Nö. Also Grünes wäre der Bergbau. Kampf, Strahlenintensivierer könnten wir bauen. Plus 2 oder Strahlenfokus. Schneller. Verstärken. Was hätten wir hier noch? Blitzwerfer fügt Zielen sofortigen Schaden zu. Daher hier wäre auch ganz nice. Dafür brauchen wir aber noch Kupfer und Eisen. Und für den brauchen wir Kupfer und Eisen. Das ist ja toll. Wieso liegt der Realschuss-Adapter eigentlich in der Bergbautechnologie? Oder beim Bergbaustrahl, verstehe ich nicht. Plasma-Magazin, Sigma, Schnellfeuer. Da hätten wir noch ein Plasma. Was haben wir denn? Wir haben jetzt Schnellfeuer, Stabilisator und Nachladebeschleunigung, ne? Hier brauchen wir Iridium und Eisen für. Chrysonit, Titan und Thermium. Hier Breitschuss, ne? Die Schüsse des Blitzwerfers erhalten einen breiten Zerstörungskegel. Reichweite. Ja, also auf Nahkampf. Kurzsalvenadapter. Blitzwerfer feuert kurze, schnelle Feuersequenzen. Der wäre auch gut. Dafür brauchen wir aber auch Kupfer. Ich habe Kupfer so noch nicht gefunden, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwo im All rumschwirrt. Iridium, da gibt es hier sicherlich irgendwo was für. Dampft ihr doch die ganze Zeit. Ach, da oben nur einer. So war schnell laufen, genau. Da ist noch Plutonium. Da ist. Oh, hier gibt es überall Plutonium. Phasenkühlmittel, Sigma, bereits bekannt. Sehr schön. Das freut mich. Es ist immer schön, wenn wir Sachen finden, die wir schon gefunden haben. So, was haben wir hier? Schadensradius. Entdeckt. Plasmawerfergranaten verfügen. Da wäre mal gar nichts. Chrysonit. Wo kriege ich denn Chrysonit her? Größenaufprallkrater. Okay, macht also ein größeres Loch in die Landschaft. So, hier dürfte wieder nichts drin sein. Ne, nur Aufladung. Aufladung brauchen wir nicht. Boah, wie ist der. Wie steuert der sich ziemlich schwammig im Moment? Das ist, weiß ich nicht. Ist das so gewollt? Können wir hier eigentlich hier mal so ein paar Dinge scannen? Habe ich schon. Den habe ich noch nicht. Aber wir müssen auch Dinge scannen, damit wir. Diese Kackeier, da habe ich bestimmt noch nicht gescannt. Da, damit wir auch weitere Units verdienen. Ne, habe ich schon. Was haben wir da noch so? Ein bisschen Grünzeug. Irgendwas. Irgendwas. Auch schon. Okay, ich glaube, wir haben ja schon recht viel gescannt, oder? Habe ich das alles schon hochge... Nee. Trophäe erhalten. Symphonie für einen verehrten Reisenden. Yay. 40.000. Zurückgelegt. Oh, yay. Das
ist ja eigentlich noch nicht viel, oder?